Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 24.05.2023 und unseren DAX scheint wieder die Bären ein bisschen wach zu werden. Wach zu werden ist ein gutes Stichwort, passt ein bisschen auch auf. Ich sitze hier seit geschlagen 2 Stunden da und probiere die Analyse wirklich einzusprechen. Das ist immer das, was noch am schnellsten geht. Das ganze Geschreibe und Verteile, das nimmt eigentlich die Hauptzeit in Anspruch. Das steht mir jetzt noch bevor. Weil ich hier technische Probleme habe. Ich habe es noch nicht so richtig realisiert, warum es hier nicht klappt die ganze Zeit. Es scheint offenbar am Mikro zu liegen. Zumindest habe ich jetzt spreche ich jetzt hier mit einem anderen Mikro. Und dabei bricht mir die Aufzeichnung jetzt zumindest nicht ab. Also ich habe gerade schon mal leer, ohne zu sprechen, einen Testlauf mit diesem anderen Mikro gemacht. Das hat jetzt hier ganz gut funktioniert und deswegen wir es jetzt einfach nochmal mit dem in richtiger Form. Aber wie gesagt, sind 2 Stunden ins Land gegangen. Ich bin jetzt hier schon hundemüde, früh raus auch heute. Da sind natürlich schnell mal ein paar kleine Sprechfehler mit drin. Deswegen passt ein bisschen auf. Wenn wir uns anschauen, was wir gestern oder auch die letzten Tage hier oben sehen wollten, gesehen haben, war ja der Anlauf des alten Allzeithochs, die 16.285, der wohl wichtigste Bereich innerhalb der, ich sag mal gut 1000 Punkte hier im Umkreis. Und wir hatten gesagt, entweder und zieht da oben raus, ja, und drückt sich richtig noch durch, bis gut und gerne schon in die 16.500 und noch weiter raus. Oder er wirft halt einfach mal rote Kerzen und dreht sich dort um. Ja, haben am Montag auch wieder welche reagiert mit, ja, was soll ich mit so einer Analyse anfangen? Was bringt es mir denn, wenn der Markt hier steigen und fallen kann? Aber es ist eben wichtig, diese kleinen Nuancen, die wir besprechen, dann eben auch mit zu beachten. Da hieß es eben ganz konkret auch, dass ich am Montag, wenn der eben nach 39 weitere Tagestiefs macht, eher davon ausgehen würde, dass der nach unten in den Rücklauf geht, 16.20 in den Rücklauf geht. Auch zum Dienstag haben wir jetzt nochmal drüber gesprochen und haben gesagt, naja, hier unten würde vielleicht noch was fehlen, dann nochmal kurz runter, 16.61, dann vielleicht Mittagserholung, das haben wir auch gesehen bis in die 2.20 rein und haben gesagt, wenn er dann neue Nachmittagstiefs bringt, dass er dann durchaus schon mal weiter treiben kann Richtung 16.20 und tiefer. Und genau das hat er getan. Also ist letztendlich die ganze Woche hier eigentlich klar offensichtlich erkennbar im Abwärtsszenario unterwegs. Im besprochenen Abwärtsszenario, weil das Aufwärtsszenario hieß ja letztendlich klipp und klar, wenn er gerade durchsteigt und einfach hier durchrennt, dass er dann entsprechend eben gut noch was an Zielen oben klar machen kann. Hat aber nicht gemacht. Ja, und deswegen wird jetzt zum Mittwoch ganz, ganz, ganz wichtig, wie wir jetzt hier mit dem Supportbereich umgehen. Momentan ist es auch relativ ruhig so unter den Leuten. Ich glaube, hier ist jetzt noch ganz, ganz, ganz viele Short drinne, die jetzt natürlich die ganze Zeit an ihren Fingernägeln knabbern und hoffen, dass sie hier noch rauskommen. Und in der Regel macht der Markt das nicht und veräppelt die erstmal. Selbst wenn er später durchfällt, veräppelt er die erstmal. Und reagiert sehr, sehr, sehr häufig. Natürlich haben wir keine Glaskugel, wir wissen nicht, was passiert, aber das macht der Markt einfach sehr häufig. Und in dem Moment, wo der Markt etwas sehr häufig macht, dann ist das für mich als charttechnischen Trader halt interessant, weil ich mich dann ransetze und mir den ganz genau am Mittwoch angucke. Und wenn ich sehe, der springt wieder auf das an, was er sonst auch immer an genau den gleichen Stellen macht, dann handle ich eben auch die Strecke, die er eben dann auch in fast immer an den gleichen Stellen macht. Und was ich beschreiben will oder sagen will, ist eben, dass hier eine Reaktion im Bereich um 16.20 bis im weitesten 15.69 jetzt hier zu erwarten wäre. Das ist das Hauptrücklaufziel von hier oben. Und ich sag mal, sollte das jetzt hier wirklich bloß ein harmloser Rücklauf sein, einfach nochmal aufs alte Hoch bestätigen, zack, nach oben aufdrehen, kann das passieren, dass der DAX von 16.20, 15.89, 15.69 irgendwo hier eine grüne Stundenkerze baut, und dann wieder voll anfängt nach oben anzurennen, erstmal auf 15.230 geht und dann entscheidet sich hier, ob er wieder runterdreht und tiefer geht oder ob er direkt durchsteigt und dann schon Richtung 400 aufbricht. Ja, und das entscheidet sich hier unten. Deswegen würde ich wieder als technischer Trader, genauso wie wir es hier oben auch gesagt haben, hier ganz genau hingucken. Sehe ich hier eine grüne Stundenkerze, dann wäre das für mich letztendlich ein Long-Signal, ja, was ich dann probieren würde zu traden. Aufpassen sollte man aber, dass man eben auch erst dieses Long-Signal abwartet. Ja, weil was sieht man im DAX eben auch sehr häufig nach so einem Ausbruch, der es ja letztendlich ist in Trendrichtung, dass er das nicht gestanden kriegt, nicht verteidigt kriegt und völlig, völlig in sich kollabiert in dem Moment, wo eben die Bullen hier den Rücklauf nicht kaufen. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Stelle, auch für die mittelfristige
ich sag mal, für die mittelfristige Entwicklung der nächsten 2, 4, 6, 8 Wochen im DAX. Na, wenn er das jetzt hier von oben kommt und dich annimmt und dich nach oben verteidigt und er segelt hier glatt nach unten durch, dann sollte man davon ausgehen, dass der hier unter dieses Tief in kürzester Zeit nochmal, vielleicht sogar diese Woche noch drunter steht dann. Ja, also da sollte man sehr, sehr, sehr genau hingucken. Hält der Bereich nicht, hält der Supportbereich nicht hier im Bereich 1620, 1569, dann kann es wirklich passieren, dass unser DAX hier richtig noch durchgereicht wird und auch nochmal ein neues Tief unter die 15.700 setzt. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema, was wir jetzt die letzten Tage immer wieder besprochen haben. Von einem Allzeithoch sollte man insbesondere, wenn dort eine rote Tageskerze kommt, es kommt euch alles bekannt, wir haben alles besprochen, ja, aufpassen, weil im Extrem der Markt halt wirklich, wenn er es richtig ausspielt, wenn er richtig so einen Doppeltop ausspielt, alles schon gehört die letzten Tage, bis 12.000 fallen kann. Ja, und das wird damit anfangen, dass er von hier jetzt die Hochtieffolge kippt. Das heißt, er fällt von hier unter 15.700, ja, fällt wahrscheinlich dann erstmal bis in die 600 rein, 15.600, kippt hier gerade zieht er dann durch auf 600, reagiert von hier kurz nach oben und dann setzt hier eine dritte Welle an, die dann sogar unter dieses Tief runter geht, unter 14.400. Und das auch in relativ kurzer Zeit. Ja, das könnte sogar schon im Juni dann hier zu einem neuen Tief führen, wenn er den Supportbereich hier oben nicht annimmt. Und dieses wenn dann ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich kann das gar nicht mehr betonen, als fünfmal ganz zu sagen, weil das die Bedingung dafür ist, dass er hier so weit tief fällt. Das heißt jetzt zu sagen, oh boah, Alter, geil, Martin, was du hier erzählst, mega, ey, 14.400 bis Juni, ich gehe jetzt hier short, wäre so nicht richtig umgesetzt, weil theoretisch ich das erst begleiten kann in dem Moment, wo mir der Support hier auch bricht. Bricht der nicht nach unten und der Markt dreht sich hier einfach mit grüner Stundenkerze, muss man noch handeln. Egal ob, also ihr müsst es nicht, bitte versteht das nicht falsch. Ich kann euch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf geben, versteht das auch nicht als solche, sondern ich sage das für mich, ich spreche mit mir, ja. Und wenn hier eine grüne Stundenkerze, die muss ich long handeln. Da haue ich mir in die Fresse, wenn ich es nicht mache, weil das immer die Sachen sind, die dann richtig gut funktionieren. Dann stehst du hier oben und denkst dir, ja, Mensch, hier unten, grüne Stundenkerze, war eigentlich klar, die war genau auf der Stelle. Ist letztendlich genau wie jetzt hier festzustellen, ach Mensch, hier oben, schön, schön umgedreht, schönes Engulfing, ja, Mensch, kommt mir alles bekannt vor, habe ich nicht gehandelt. So, Punkt. Na, also, das ist dann ärgerlich im Nachhinein. Und wenn man es eh vorher erwartet hat, dann sollte man es auch handeln, wenn es so kommt. Ja, und von daher können wir das alles abgrenzen. Oberhalb wird er wieder positiv, wenn er über 230 ist, haben wir von uns auch besprochen jetzt. Na, also, wenn er den Supportbereich hier nach oben durchspricht, idealerweise noch nach einem im Bereich um 16,20, 15,69, da ein schönes Tief rein, dann an die 230 zurück, dort sich beweisen. Na, es ist sogar 16.200, die von unten anlaufen muss. Ja, dann über 16.230 wieder, um ein bisschen Positivität reinzubekommen, um die Chartlage wieder umzudrehen und den Abwärtstrend beenden. Dann sind auch 16.400 drinne. Na, hält der Supportbereich aber nicht. Dann ein bisschen warm anziehen. Dann gehen wir in erster Linie direkt auf eine 8.35 noch runter. Das gegebenenfalls vielleicht sogar schon zum Mittwoch. Und dann wird er sich am Donnerstag, Freitag, wahrscheinlich eher am Freitag, dann die 15.600 noch gönnen. Ja, und deswegen da ru ruhig ein bisschen aufpassen und nicht zu früh long gehen, nicht ohne Long-Signal long gehen. Nicht nachdem sich der Markt von einem Allzeithoch abstößt, haben wir jetzt den ganzen Tag immer wieder betont, denn das kann richtig rappeln im Karton. Ja, das ist die wichtigste Stelle im Umfeld. Ich kann das gar nicht so oft wiederholen, wie ich es wiederholen möchte. Ja, okay, dann scheint jetzt die Aufnahme geklappt zu haben. Freut mich, bin ich jetzt nach 2 Stunden und sage und schreibe 10 Minuten endlich fertig hier mit dem Einsprechen von einem 10-Minuten-Video. Und heute ist das wirklich ärgerlich. Das. Naja, gut. Dann mache ich mich jetzt noch an das geschriebene Zeug. Und wir hören uns morgen wieder. Und wünsche euch noch was. Ja, bis morgen. Ciao.